Hallo, grüß euch. Meinen Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten, ewig wacht. Sherlock Holmes zu Hause. Das kommt aus dem Kinderbuch Die drei und der Superpapagei. Das habe ich gelesen, da war ich so, ja, wie alte Kinder eben so sind, dann so 11 oder 12 Jahre alt oder vielleicht ein bisschen jünger. Und diesen Satz habe ich irgendwie nie vergessen. Es tauchte auch nicht so auf, das war ein bisschen noch verschachtelt. Und es ging einfach um eine Detektivgeschichte für Kinder. Aber diesen Satz habe ich mir derart so gemerkt und ich habe ihn mir dann so zusammengesetzt, wie ich das so dann so gebrauchen konnte. Dieser Satz ist dermaßen wichtig und wir müssen ihn eigentlich, oder ich musste ihn eigentlich ein bisschen umändern. Bei mir hieß das dann: Mein Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten, ewig wacht, ist Agatha Christie zu Hause. Dein Schatz hast du vergraben in finsterer Nacht, in der tiefsten Dunkelheit, wo die Toten halten, ewig wacht. Das heißt, da wo alles, da schweigt alles, da ist nur noch eins da. Ein herrlicher, heiliger Klang. Und meine Gedanken sind mittlerweile das reinste Glockengeläut. Es hört sich wirklich fabelhaft an. Und auf einmal höre ich sogar den Klang meiner Gedanken. Und es ist wirklich ein bezaubernder Klang. Und ich weiß definitiv, dass sich dieser Klang bei allen Menschen so anhören wird, wenn sie einmal ihre Gedanken von allem Unrat gereinigt haben, der ihnen hier in diesem Leben so entgegenkommt. Und Agatha Christie war nun wirklich eine Autorin. Da ging es ja nur um Logik, dass nämlich nicht sich eins auf das andere aufbaute. Wenn das eine so war, konnte das andere nicht so sein. Das ging nicht. Und wenn wir dahinter kommen, dass sich das mit unserem Leben, mit unserem Gedanken genauso verhält, dann wissen wir auch, dass wenn du sagst, ich bin das weiße Licht meines Daseins, ich bin das weiße Licht meines Ichs, ich bin ich, mein weißes Licht, dann reinigt dieses Licht den Klang deiner Gedanken. Und weil dein Klang jetzt sehr, sehr laut ist, für dich auf jeden Fall, und auch vielleicht jetzt nicht gerade so zu hören, wie man jetzt sagen wir mal Kirchenglocken oder so hören würde, aber du merkst es vibriert, es summt und vertreibt so alle Möglichkeiten, die es geben müsste, damit dein Leben dich beschwert, damit dein Leben ein Tohuwabohu ist, damit dein Leben überhaupt total verschachtelt ist. Und du überhaupt alle möglichen Belästigungen überhaupt erfahren könntest. Gestern sprach ich von den zwei Festen, die zwei Feste von dem, also es ist ein Gedicht von Morgenstern, wo ja einer gesagt oder wo einer zum Fest einlud, wo es also wirklich großartig, die himmlischen Smutsches waren also ganz fleißig und haben da wunderbares Essen aufgetischt, aber es war absolut verboten, zornig zu sein, sich zu ergrimmen, sich daran zu erinnern, was man früher mal erlebt hatte, was einem wirklich die Zornesröte ins Gesicht treiben könnte. Das durfte da nicht sein. Ein anderer lud ebenfalls zu einem Fest, da war aber Fasten angesagt. Also da wurde nicht aufgetafelt, ganz im Gegenteil, die Köche hatten alle Pause, die hatten alle Mittag. Da wurde gefastet, ja, aber es wurde auch beileibe verboten, für Belastungen zu sorgen. Das heißt, ganz egal, wie stark jemand war und wenn er locker in der Lage wäre, jemand total zu vermöbeln, sodass er einen ganz bestimmt nicht mehr stört oder sowas, nach dem Motto ein Rollkommando zu besorgen, zu holen und da jemanden so zu vertrimmen, dass er einem ganz bestimmt keine Probleme macht, das war absolut verboten. Ist nicht. Jetzt wird nur noch auf eins geachtet. Darauf, dass man selber weiß und sich wieder in Erinnerung ruft. Ich bin das weiße Licht meines Daseins. Und dieses weiße Licht bewirkt etwas. Es bewirkt, dass dein eigener Klang, nämlich deiner Gedanken, gereinigt ist. Und dieses ganze Durcheinander und das ganze Tuhuwabohu in deinem Leben nicht mehr vorstellig sein kann. Nicht nur nicht in deinem Leben mehr vorstellbar sein kann, sondern auch in deinem Raum nicht mehr da sein kann. Und um den geht es hier.
Es ist erstaunlich, wenn wir einmal anfangen, uns auf den Klang unserer eigenen Gedanken zu konzentrieren, wie sehr wir dann auf einmal dahinterher sind, dass wir auf keinen Fall irgendetwas zulassen, was uns ergrimmen lässt oder was uns irgendwie wütend machen lässt. Auf keinen Fall. Das ist so nicht mehr denkbar. Das heißt, wir lassen es nicht mehr zu. Wir lassen nicht mehr zu, dass es an uns heranreicht. Und damit sind wir unserer eigenen Erleuchtung sehr nahe gekommen. Jemand hat mir geschrieben, das ist ja wohl lebensfeindlich, was ich sage, das ist ja wohl ein Unding. Wenn man nur auf sich selbst achtet, dann kann man ja den anderen gar nicht mehr lieben. Nein, das ist nicht nötig. Und wahrscheinlich auch gar nicht erwünscht, wenn du dir mal ansiehst, was dazu führt, wenn Menschen sich zu sehr lieben. Es gibt Menschen, wenn sie sehr auf sich achten, dann ist das Zusammenleben mit ihnen eine Freude. Und wenn zwei Menschen beschließen zu heiraten und einen Hausstand zu gründen und jeder der einzelnen der beiden Beteiligten genau weiß, wer er ist und dass er immer auf den Klang seiner eigenen Gedanken achtet, dann wird der andere es nicht können, nicht vermögen, ihn irgendwie zu belästigen, ganz im Gegenteil. Aber beide werden immer, auch wenn sie zusammenleben, immer eine gute Lösung für ihre Obliegenheiten finden, auch ohne dass nach 3 oder 4 Jahren der Scheidungsanwalt winkt. Das wollen die gar nicht mehr, das brauchen sie auch nicht. Das Zusammenleben miteinander wird für die beiden eine Freude. Und so ist es auch gedacht. Unser Zusammenleben seit Jahrhunderten von Jahren sieht eigentlich mehr so aus, dass der eine den anderen irgendwas aufbürdet, was ihn selbst belästigt. Und daraufhin entsteht natürlich Unzufriedenheit. Wenn also jemand schreibt, das ist ja wohl lebensfeindlich, was du sagst. Nein, die Philosophie von Christus ist, dass wir uns alle sehr lieb haben und so weiter. Ja, aber ich kann doch niemanden lieb haben, wenn ich mich selber gar nicht kenne. Wenn ich andauernd dabei bin in einer menschlichen Gemeinschaft, meine eigenen Belange, sprich meine eigenen Gedanken zu unterdrücken, auch besonders die Gedanken über mich, ja, dann kann ich doch nur unzufrieden werden. Nein, die Lösung schreit sofort ein Christ. Die Lösung heißt Selbstverleugnung. Wenn ich mich selbst verleugne, würde ich mich aber sehr, sehr vermissen. Und unsere Gefängnisse und Nervenheilanstalten wimmeln von Menschen, die sich selbst vergessen haben. Und wenn jemand der Meinung ist, nein, wir müssen uns alle ganz doll lieb haben und so weiter und so fort, das ist die Philosophie von den Christen, naja, es ist ihnen ja auch so herrlich geglückt, wenn man sich die letzten vergangenen Jahrhunderte mal ansieht, nicht? Bis hin zu Hexenverbrennung, Inquisition und Vergasung von Menschen. Seht ihr, ich bin der Meinung, dass wir das vermeiden sollten. Was automatisch vermieden werden würde, wenn jeder Mensch auf einmal dahinter kommt, dass die eigenen Gedanken das Geläut sind, unter deren Schutz sie stehen. Es gibt natürlich Schutzgeister, Schutzheilige und Schutzengel und all sowas, das gibt es schon. Aber sie werden dir immer nur in irgendeiner Weise dich dazu führen, über dich selber so nachzudenken, über dich selbst so gut und so edel und so perfekt zu denken, dass deine eigenen Gedanken ein Geläut sind, ein herrliches, heiliges Geläut. Das einzig wirklich Gute, was man an den christlichen Glauben noch bemerken könnte, wäre, dass sie jedenfalls die Kirchenglocken hatten. Nicht die Kirchen, aber die Glocken. Also Glockenklänge sind einfach erhaben und wunderschön. Es hört sich einfach fabelhaft an. Ich könnte es mir stundenlang anhören. Tue ich auch manchmal. Weil es sich einfach wundervoll anhört. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wann immer ich etwas denke, klingt eine zarte Glocke, ein kleiner, ein heiliger Klang. Dann fällt mir auch auf, was Andersen wohl damit gemeint hat, als er in dem Märchen das hässliche junge Entlein geschrieben hat zum Schluss. Es macht gar nichts, überhaupt nichts, auf einem Entenhof geboren worden zu sein, wenn man nur in einem Schwanenei gelegen hat. Das heißt, das Geschnatter der anderen braucht dich gar nicht mehr zu interessieren. Hauptsache ist, dass deine eigenen Gedanken dich heiligen. Und sie tun es doch immer.
Du willst doch gar nicht, dass deine Gedanken total zerfranst sind. Du willst es doch überhaupt nicht. Du möchtest doch ganz bei dir sein. Du möchtest die Souveränität und die Autorität deines eigenen Lebens wieder haben. Und das erreichst du durch deinen Klang deiner Gedanken. Und du wirst alles können, alles machen können, was du gerne möchtest. Und jetzt haben wir ja bald wieder Fasching. Und einige lassen es dann richtig krachen. Ja und? So wunderbar. Die haben eine geile Feierzeit vor sich. Und amüsieren sich großartig mit allem drum und dran. Aber irgendwann kommt dann auch wieder der Alltag wieder. Ja, na und? Wenn der Alltag darin besteht, dass deine Gedanken dich pausenlos heiligen, was immer du tust. Und wenn du die Bottiche von irgendwelchen Laboren oder was da reinigen musst. Solange deine Gedanken dich heiligen, wird sich alles ändern. Deine ganze Erhabenheit kommt wieder. Und das war auch Hans Christian Andersen, der geschrieben hat in dem Märchen Die kleine Meerjungfrau. Die kleine Meerjungfrau musste ja ihre Stimme der Meerhexe geben, damit sie zwei Beine bekam, damit sie den Prinzen beeindrucken konnte. Das war ja die Bezahlung, dass sie ihre wundervolle, liebliche Stimme, sie hatte die schönste Stimme von allen auf dem ganzen Meer, oder im ganzen Meer, die musste sie der Meerhexe geben. Und so konnte sie als Mensch nicht mehr singen und sie konnte dann nichts mehr, so, sie konnte sie dem Prinzen ja so nichts mehr mitteilen. Nun, wie auch immer, sie wollte ja unbedingt eine unsterbliche Seele haben und das klappte dann ja nicht ganz, weil der Prinz sich dann doch für eine andere entschieden hatte und sie verging beinahe vor Kummer und starb. Sie hatte keine Lust, ihn umzubringen und da hat sie gesagt, na dann gehe ich doch dran. Dann sterbe ich wieder. Gut. Aber sie starb eben nicht, sondern sie kam in ein anderes Bewusstsein. Sie kam zu den himmlischen, zu den Duftgeistern. Und diese hatten die lieblichste Stimme, die sie je gehört hatte. Selbst ihre eigene auf dem Meeresgrund war nicht so lieblich, als wie das, was sie da hörte. Und ich würde einmal sagen, das ist das, was wir sind. Unsere Gedanken können der lieblichste Klang sein. In dem ganzen Himmelskonzert wäre das dann unser Beitrag dazu. Vorläufig schreien wir hier noch alle rum. Brüllen rum, keifen uns an oder unterstellen den anderen irgendwas oder vermuten, stellen die schlimmstmöglichen Vermutungen an über einen anderen, die uns dann ja auch die vortrefflichen Alibis dann dafür liefern. Dann war ihr Sein auf, oder ihr Wirken hier auf Erden, das irdische Treiben nicht ganz so prima, kann sein. Und hatte war tadelnswert, das ist auch möglich. Aber, oder auch geradezu ein Verbrechen, glaube ich euch auch. Aber wie wäre es denn, wenn wir uns selber heiligen? Damit hätten wir es doch. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ich bin heilig und ich bin das weiße Licht meines Seins und gleichzeitig schmiedest du Pläne, irgendjemanden über zu überfallen. Das ist unmöglich. Oder würdest du das am Ende noch in die Tat umsetzen? Und das ist das, was ich hier in meinem Kanal oder hier mit meinen Videos euch weitergeben möchte. Jemand hat mal geschrieben, sag mal, weißt du, wie genial das ist? Ja, natürlich weiß ich das. Wenn ich das nicht wüsste, würde ich es euch ja nicht erzählen. Und ich weiß, dass das jeder für sich selber erreicht. Von seiner Startvoraussetzung, wo du gerade steckst. So verkorkst kann das alles gar nicht sein, dass du das Ganze nicht wieder flott kriegst. Auch wenn ein Instrument total verstimmt ist, du kannst es wieder stimmen. Und deine Gedanken sind mit einem Instrument absolut zu vergleichen. Im Augenblick hört sich das vielleicht noch ein bisschen verknackst an, aber mit ein bisschen Übung kriegst du den Klang wieder rein. Dann kriegst du ihn wieder zu einem wundervollen, heiligen Klang. Der dich bestützt, der dich begleitet, der alles abweist, was ihn jemals verstimmen könnte. Wenn wir das Leben so verstehen, dann begreifen wir auch, was das hier mit dem Kuddelmuddel hier für wirklich, was es damit auf sich hat. Vorläufig verstimmen die Menschen ihre Instrumente ganz gewaltig, nur um sie wieder heilig zu kriegen. Um sie, also heilig heißt ja intakt, rein, reiner Klang. Darum ist auch dem Reinen alles rein.
Weil der Reine hört, also jemand, der einen heiligen Klang hat, hört nur den Klang seiner eigenen Gedanken und nicht das Geschrei von draußen. Und dieser Klang bewirkt etwas. Er bewirkt, dass sich die äußeren Umstände um einen selbst beruhigen, einen nicht mehr angreifen können. Wenn wir das verstanden haben, haben wir viel verstanden. Eigentlich haben wir dann das ganze Leben verstanden. Wir haben das Lebenskonzept verstanden. Im Grunde genommen ist das Leben eine Suche nach Problemen, die wir dann bitte wieder lösen. Die Art und Weise, wie wir sie lösen wollten, hat nicht so ganz geklappt, um es vorsichtig auszudrücken. Aber wenn immer mehr Menschen verstehen, dann werden sie das ja nicht nur für sich behalten. Sie werden es auch anderen irgendwie versuchen weiterzugeben. Und wenn wir es schaffen, dass das in die Gefängnisse und in die Krankenhäuser dringt, in die Seniorenheime, in die Altenheime, zu Pflegestationen dringt, dann haben wir eine sehr, sehr gute Vorlage, um das Treiben hier auf der Erde zu beruhigen. Ich weiß nicht, also ich sagte ja gestern, ihr wisst ja nicht, was in meinem Kopf letztendlich vorgeht. Ihr hört mir vielleicht eine Stunde oder eine halbe Stunde am Tag vielleicht zu, wenn ihr dazu Lust habt. Und was ich sonst denke, wisst ihr ja nicht. Genauso gut ist es wie bei allen, und ich bin in derselben Lage. Ich weiß doch nicht, was ein Politiker denkt. Ich weiß also, wenn er bei sich zu Hause ist. Ich weiß doch nicht, was ein Wissenschaftler denkt, wenn er sein Labor verlässt. Ich weiß es nicht. Aber es wäre gut, wenn ihm einfallen würde, dass es bei jedem Menschen nur um das eine geht. Wie kriege ich den Klang meiner Gedanken wieder ruhig? Soft. Sanft. Gleichmäßig. Ohne Störelemente dazwischen. Versteh mich bitte recht, eine Sophie Mutter, die Geigerin, die könnte auch in einem lärmenden Bahnhof wundervoll Geige spielen. Es würde nur erstmal so keiner zuhören, weil es würde völlig übertönt werden. Siehst du, und das ist das, was andere Menschen bei dir durchaus können. Sie können dich natürlich übertönen, das ist richtig. Aber du hörst immer deinen eigenen Klang. Und um den geht es. Was ich hier sage, versuchen ja nun einige Menschen auch niederzumachen. Sie können meinen Klang nicht zerstören. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Also meinen eigenen Klang halte ich selber schon ganz gut in Schuss und da ist schon alles in Ordnung. Sie können mich aber übertönen, sodass andere Menschen das, was ich sage, nicht verstehen oder hören. Das ist durchaus möglich. Andererseits, verstehen tut es ein Mensch sowieso, früher oder später. Weil irgendwann haben wir davon echt die Schnauze voll. Dass wir nur Ärger und Probleme haben, aber keine vernünftige, adäquate Lösung in sich. Das ist fürchterlich. Eigentlich geht es doch um gar nichts hier auf der Welt. Es geht eigentlich gar nicht, um gar nichts. Es geht nur darum, dass du deinen eigenen reinen Klang behältst. Und selbst der größte Christgläubige kann eines nicht abstreiten. Es steht bereits in der Bibel, recht am Anfang. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. So kannst du also ohne weiteres, fällt es dir nicht schwer, dahinter zu kommen. Dein Geist schwebt über dein Leben und er schwebt über deinen Körper. Dein Körper besteht immerhin zu 75% oder 80% aus Wasser. Also, und der Rest ist Luft. Und ein kleiner Krümel Materie, was soll's. Die Lösung brauchen wir wohl. Dein Geist schwebt über dem Leben. Über deinem Leben. Welchen Klang hat er? Das ist schon beinahe komisch, dass die Astrophysiker allen Ernstes Leben auf anderen Planeten suchen. Sie hätten sie über den Leben suchen sollen. Über den Planeten. Denn da spielt die Musik. Für das, was wir auf der Erde erleben. Leben auf anderen Planeten werde ich so nicht finden.
aber über den Planeten. Über den, also in deinem Geist. Und es ist interessant, dass wenn jemand immer sagt, ich bin das weiße Licht meines Seins, ich bin das weiße Licht meines Denkens, dann reinigt er sein Bewusstsein und er kommt in ein höheres und ist auf einmal in der Lage, auch andere, sagen wir mal, Bewusstseinsstufen wahrzunehmen, die weit über dem liegen, was er vorher gehabt hat. Und trotz alledem wird er zunächst immer darauf achten, dass er seinen eigenen Klang wieder wahrnimmt. Seine eigene Schwingung, sein eigenes gereinigtes Ich, dass er das wieder wahrnimmt. Und deine Gedanken durchsonnen in der Tat deinen Körper. Das tun die wirklich. Je nachdem, wie hell sie sind. Ich meine, unsere Sonne ist ja nicht eine der größten Sonnen im Universum, wenn wir schon von Sonnen sprechen. Es gibt noch weit größere. Oh ja, und wie? Es gibt kleine schwarze Löcher, große schwarze Löcher, da wo das die Verwirrung ganz groß ist und all sowas. Das haben wir. Wir haben auch in unserem Leben, das wissen wir, das hat die Astrophysiker auch schon rausgeschält, da haben wir auch Sonnen, die nennt die Astrophysik, also ich würde sagen Mahagoni-Zwerge, denn braune Zwerge sind das nicht. Sie haben so mahagonifarbenes Licht. Und man weiß ja, wie Mahagoni aussieht, wenn so ein rötlich-fahles Licht. Auch solche Sonnen gibt es. Sie haben deshalb so ein schwaches Licht eigentlich, weil da hat die Kernfusion nicht ganz geklappt. Bei unserer Sonne klappt das ja eigentlich ganz gut, nicht? Also sie ist zwar ein bisschen klein, aber das mit der Kernfusion funktioniert eigentlich schon ganz reibungslos, soweit wir das erkennen können. Da ist das nicht ganz so, weil bei diesen Mahagoni-Sonnen, es sind keine Bronzjäger, es sind schon Mahagoni-Sonnen, da hat die Kernfusion nicht so ganz bis ins Letzte geklappt irgendwie, sodass es kein helles, strahlendes, gelbes Licht ist sozusagen. Unsere Sonne produziert gelbes Licht, aber es gibt auch weißes Licht, also so richtig krach weißes Licht, aber das können wir gar nicht richtig erkennen, da würden wir auch sofort geblendet werden. Bei diesen Mahagoni-Sonnen bringt die Sonne gerade so viel Energie und Sonnenlicht hervor, wie es die Planeten, die um sie herum natürlich kreisen, gerade mal brauchen und benötigen. Zu mehr reichte das Bewusstsein dieser Planeten nicht. Ich möchte es einfach nicht wissen, wie verdunkelt da das Bewusstsein ist. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich ein sehr helles Bewusstsein haben möchte. Ich möchte ein sonnengeflutetes Bewusstsein haben. Mein Denken ist ja die Sonne meines Lebens. Und wenn jetzt noch mal jemand angekommen ist, so von wegen, es bitte Jesus um Vergebung, also warte, ich würde mal sagen, jetzt gucke dir mal gut deinen Glauben jetzt genau an. Worauf zählt das denn jetzt? Was möchtest du denn erreichen? Du möchtest einen Platz haben, in dem du nach Möglichkeit von allen anderen nicht belästigt wirst. Dann müsstest du jetzt anfangen, dass du getreu dem Beispiel von Christus, also Christ us, also einem Christusbewusstsein, müsstest du jetzt bekommen und daher auch wissen, dass du die Sonne deiner Gedanken und die Sonne deines Lebens bist. Ich bin der Sonnenlogos in meinem Leben, der Mittelpunkt in meiner Welt. Von mir geht das Licht aus, was in meinem Leben scheint. Das hört bei dir wahrscheinlich sofort auf, aber dafür hast du es ja in deinem Leben. Und wenn zwei Paare sich liebt, oder wenn ein Paar sich liebt, dann sollte es sich zunächst einmal eins versprechen, wenn sie heiraten, dass sie das Licht des anderen niemals, niemals in Gefahr bringen. Das wäre das göttlichste Versprechen, was du deinem Partner geben kannst. Bringt euer Licht nicht in Gefahr. Denn euer Licht ist euer Klang und euer Klang sorgt dafür, dass sich die Probleme in eurem Leben sofort auflösen. Wir haben sie lange mit uns herumgeschleppt und darum geht das auch nicht von einer Minute auf die andere. Aber
da es von unserem Bewusstsein abhängt, mit was wir uns hier herumplagen, da es nur davon abhängt, ist es also die Kunst des Lebens, sich wieder daran zu erinnern. Es ist mein Bewusstsein, mein weißes Licht, mein Sonnenlogos zu sein. Der Mittelpunkt, ja, der Solarplexus zwischen den Rippenbögen. Das ist in der Tat deine Sonne. Dein Energieumschlagplatz. Und was hatte ich euch vor ein paar Tagen gesagt? Na, dann werde ich euch mal den Heiligen Gral zeigen. Das ist der Mittelpunkt von deinem Solarplexus bis hin zu deinen Ohren. Dann nimmst du alles auf, was du denkst. Und im Solarplexus ist ja der Energieumschlagplatz. Das heißt, es wird alles getreulich in deine Energie verwandelt. Und jetzt ist die Frage, was für eine Qualität hat deine Energie? Wir hätten uns auch eine Menge schenken können, wenn wir das gleich so gesehen hätten, einverstanden. Andererseits war der Spaß im Leben ja, dass wir es nicht gewusst haben. Es war eigentlich wie das Ostereiersuchen. Der Fun beim Ostereiersuchen ist eigentlich die Suche nach den Ostereiern und nicht so sehr, dass das die Geschenke dann selbst. Es hat Spaß gemacht, die Ostereier zu suchen. Das war es eigentlich. Und das war unsere Ostereiersuche hier. Und jetzt sind wir ja auch fündig geworden. Jetzt wissen wir es. Und wenn jetzt noch jemand sagt, das ist ja alles, das hat jemand gesagt, was ich sagen würde, das wäre ja vom Teufel oder so etwas. Dann frage ich denjenigen jetzt nur eins. Der könnte ein Interesse daran haben, dass das menschliche Bewusstsein von Menschen, lebendigen Menschen, das Bewusstsein ist, weißes Licht zu sein. Und demzufolge nicht mehr zu stehlen, nicht mehr zu morden, nicht mehr zu lügen oder nicht mehr zu betrügen oder irgendwie so etwas. Wer könnte daran ein Interesse haben? Und wer könnte ein Interesse daran haben, dass die Menschen es nicht wissen? Ich glaube, es fällt ziemlich leicht, sich diese Frage zu beantworten. Auf jeden Fall freut mich, dass so viele jetzt doch, also was heißt jetzt doch, also wie so viele Botschaften erreichen. Dagmar, klasse, es geht mir prima. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Dir ist es gelungen, das größte Mysterium der Welt zu lösen. Und es ist dir gelungen. Du hast es ja von niemandem gehört. Du hast von mir vielleicht oder von anderen vielleicht einen kleinen Anschubser gekriegt. Mehr können wir alle nicht tun. Aber du hast es begriffen. Das heißt, dass du es absolut verstehst und demzufolge allen Problemen dieser Welt jetzt, was immer das ist, Begegnis mit der Botschaft, ich bin ich, das weiße Licht meines Seins. Ich bin ich, mein weißes Licht. Mein Klang ist heilig. Meine Gedanken sind heilig. Meine Gedanken sind der himmlische heilige Klang meines Seins. Wer sowas denkt und wer das verstanden hat, dass er das tatsächlich ist und sich dann nicht von irgendwelchen oh Gott, der Teufel wird ja und so weiter, wenn sich davon überhaupt nicht mehr irritieren lässt, das war der Clou an der Sache, der ist wirklich frei und gerettet. Niemand kann dem mehr was tun. Auch wenn es die von der Kirche noch gerne versuchen, denn du musst eins verstehen. Vor dem Tag, an dem die Menschen es flächendeckend begreifen, fürchten sich viele. Sehr viele. Eigentlich alle, die davon leben, dass das Bewusstsein der Menschen verdunkelt ist. Wer lebt nicht davon? Ich meine von Wissenschaft und Klerikern und sowas alles. Die leben alle davon, dass das Bewusstsein der Menschen verdunkelt ist. Ich meine nicht, das gilt jetzt nicht gerade für den Restaurantbesitzer oder für den Menschen mit der Autowaschanlage oder der einen Putzdienst hat oder der in irgendeiner Weise
im medizinischen Bereich tätig ist und irgendwas herstellt, was Patienten gerade mal brauchen, Atemmasken oder so etwas da herzustellen. Das schon, das ist richtig. Die leben nicht davon, dass das Bewusstsein der Menschen verdunkelt ist. Aber das System, in dem die Menschen hier lebten, jahrhundertelang lebten, war extrem krank und brachte daher auch Krankheiten hervor. Und zwar richtig fiese Krankheiten, wie wir mittlerweile wissen. Doch ich rufe dir noch einmal das von Faust in Erinnerung. Um Worte lässt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten. An Worte lässt sich trefflich glauben, von einem Wort lässt sich kein Jota rauben. Natürlich nicht, der Klang eines Wortes, der steht im Raum, der ist immer da. Der schallt immer. Die Frage ist doch nur, ob du in dessen Nähe stehst. Das war die ganz große Frage. Und ich bitte, sei kein Gretchen. Die sagte nämlich am Ende im Kerker, schön war ich auch und das war mein Verderben. Bitte, vergiss bitte nie, du bist in der Tat ein heiliger Klang im Leben und du bist auch tatsächlich schön, du bist wunderschön. Also was deine Gedanken aus dir machen können, es ist einfach herrlich. Schön bist du auch, aber bitte lass es nicht dein Verderben sein, dass alle da auf sie stürzen und dich damit von vorne, von morgens bis abends nur belatschern. Und du hin und her schwankst und nicht weißt, wonach sich richten. Ja, nach deinem Wort natürlich. Du sprichst über dich dein heiliges Wort. Es ist dein Klang. Wenn du das einmal richtig verstanden hast, dann hast du das ganze Lebensspiel verstanden. Und ich kann mich nur bei allen hier bedanken, die das weitertragen, die das leben und die begriffen haben, dass sie das weiße Licht ihres eigenen Daseins sind. Und das hat natürlich wundervolle Konsequenzen. Was sollte bitte ein Gott dagegen haben? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber gut, okay. Was sollte Jesus Christus dagegen haben? Was soll das? Also, dann haben wir es doch. Mille, mille grazie fürs Zuhören. Alles Gute. Und eine wunderschöne Zeit. Alles in Kristallenergie ist eine wundervolle Energie. Fällt mir gerade noch ein. Ich sage doch immer, drehe, immer um dich selbst. Wer um sich selbst dreht, der ist natürlich Stantepede bei sich selbst. Und um sich selbst zu drehen, heißt, dass man seinen eigenen Kristall wiederentdeckt. Versteht. Man dreht immer in Kristallenergie, man dreht immer um sich selbst. Und Kristallenergie reinigt nun wirklich alles. Ich wünsche euch so sehr und ich wünsche dir so sehr, dass du das richtig verinnerlichen kannst. Grazie fürs Zuhören.